Moin, moin, herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Neue Runde King of Retail im Lebensmittelbranchenbereich. Können wir jetzt einsteigen? Endlich in unseren richtigen Supermarkt aufbauen, der uns aber auch gleich schon vor eine Entscheidung stellt, hier, was nimmt man alles an Ware. Wir haben jetzt schon gesehen, in der Folge gestern haben wir erstmal 500.000 ausgegeben, um den Laden auszubauen. Wir haben gesehen, es gibt wahnsinnig viele Konservengeschichten, komische Sachen, leckere Sachen, weniger leckere Sachen. Es gibt eine ganze Menge Reinigung. Es gibt natürlich hier gekühlte Lebensmittel, eine ganze Reihe, Tiefkühlpizzen und so weiter und so fort. Wobei, die würde ich wahrscheinlich rauslassen, aber die 30er dann nehmen und so weiter und so fort. Das sehen wir dann, dass wir die nicht so, also eher die hochpreisigen nehmen, damit wir mehr Umsatz in dem Laden erzielen können. Und Frucht, ne? Auch eine ganze Menge. Von günstigste Frucht ist Gurke scheinbar mit 20 im Einkauf. Ja, hier unten auch haben wir auch noch Tomaten mit 20 und Brokkoli mit 20 und hier Kartoffeln mit 20. Aber es kann natürlich so ein Artikel sein, der immer mitgenommen wird, ne? Zwiebeln. Nun müssen wir sehen. Wir wollten uns heute nochmal angucken, was gibt es denn eigentlich alles an Getränken, weil da habe ich gelesen, ne, das ist das neueste Update und da haben die, glaube ich, richtig Gas gegeben, um zu zeigen, jo, wir können auch richtig viel. Und dann wollen wir mal gucken. Fangen wir mal an mit Sodawasser. Das sind die Getränke. Cola, Fanta sozusagen. Alles mögliche Mischgetränke, nur das sieht aus wie Cola, Fanta, Sprite. Wo spielt sie? Maximil? Ich brauche Mezzo. Gibt's nicht. Was ist das? Ist das denn irgendwie besonderer Saft, der 20 kostet? Hier die Cokes kosten 30, dann haben wir ein paar Sachen, die 20 kosten. Dann haben wir ein paar Sachen, die 10 kosten. Ich weiß echt nicht, keine Ahnung, wie viel Leute nachher tatsächlich kaufen. Weil es gibt jetzt ja hier keinen klassischen Einkaufswagen, den die Leute durch die Gegend schieben und vollladen, sondern theoretisch tragen die ganzen Leute alles irgendwie weg. Ich weiß nicht. Was gibt's denn an Wein? Ah, Wein haben wir schon ein bisschen teure Geschichten. 80 im Einkauf. Diamond Standard und ein bisschen Organics. Also es gibt Marken Tasty Dreams, Organics und Diamond Standard, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, hier die dicken Tetra-Packs. Aber da kann man bestimmt einen ganz netten Laden machen, ne? Ah, hier Shampoos. Läuft. Bier. Ja, ein bisschen Billigbier. Nehmen wir wahrscheinlich gar nicht erst ein Sortiment mit auf. Aber die ganz mit 30, da sollten wir mal gucken, 40. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir Regale kriegen, wo wir so, wie wir das machen. Und Schnaps. Was haben wir an Schnaps am Start? Jägermeister optisch in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Irgendwas anderes, edles Gesöffmäßiges. Alter, Alter, da gibt es eine Menge hier, Leute. Kredit wollen wir noch nicht aufnehmen. Nö, nö, sparen wir uns erstmal. Ja, die Frage ist natürlich, da ich keine Ahnung habe, ich muss erstmal in den Laden, muss mal irgendwie Lebensmittelauslagen platziert haben, also zum Beispiel Kühlregale oder für Gemüse. Weil klassisch gesehen, meistens kommt man in den Supermarkt rein und es ist erstmal hier frisches, also Gemüse ist am Start, oder? Wenn man jetzt mal so sich Gedanken macht, durch welchen Supermarkt ihr als letztes gelaufen seid, ist es immer so, dass eigentlich Gemüse zuerst kommt. Ich überlege. Nicht überall, ne? Bei Aldi glaube ich nicht. Bei uns zumindest im Norden nicht. Aldi Nord nicht. Da ist nicht Gemüse als erstes. Da ist es eher am Ende des ersten Ganges. Lidl, klar, gleich vorne links meistens. Edeka auch. Rewe auch. Oh, mehr habe ich eigentlich nicht, wo ich mal bin. Jo, oder sieht es bei euch anders aus, Leute? Schreibt mal rein. Wir gehen erstmal den Laden abchecken, wie das jetzt aussieht. Wir brauchen große Lagerliefereinheiten. Wahrscheinlich sogar mindestens schon mal dick 2. Und dann sind wir auch schon fast pleite. Wir müssen auf jeden Fall aus unserem Konzern. Alter, Alter, Alter. 3 Punkte. Schön. Wird da nochmal 250.000 überweisen, ne? Der verschlingt erstmal Geld, unser Laden. Aber wenn er nachher voll einschlägt, wäre es natürlich auch mega. Dann machen wir Unterhalt weniger, ne? Reduziert die Miete, täglicher Unterhalt. Wer? Schlechter Lohn schon wieder? Ach, gibt's doch gar nicht. Müssen wir hoffen, dass der Konzernchef sich bald wieder auflevelt, damit wir da wieder die Lohnforderung unserer Manager reduzieren.
alle wieder mit schlechten Lohn. Nicht fast, also einige. 4 Punkte. Was kosten die nächsten 7? 5. Ja, 5. 5, damit wir ein bisschen bessere Qualität da haben. Wird ja aber auch noch ein bisschen dauern, bis wir soweit sind, dass der Laden richtig läuft, ne? So, jetzt ist ja wieder ganz entspanntes Budget vorhanden. Jetzt gucken wir zumindest mal kurz in den Laden rein und checken mal die Lage. Wir erwarten einen großen leeren Laden. So. Also tendenziell, ja, die laufen ja, glaube ich, hier eh wirr. Das kann man ja in dem Spiel, glaube ich, gar nicht steuern, dass sie nicht wirr laufen. Wir brauchen Kassen. Im Lebensmittelbereich, warte mal, Kassen. Brauchen wir diese großen mit Band? Welche sind das theoretisch? Die hier, ne? 7er Warteschlange oder die eine 7er Warteschlange? Die kostet 6.000, die kostet auch 6.000. Die Leute, würde ich sagen, legen klassisch gesehen. Ja. Wenn wir jetzt hier so 3 Kassen nebeneinander ballern, gucken wir trotzdem nochmal die andere kurz mal an. Nee, nicht so richtig passend. Wir brauchen hiervon 3 Stück. Bestimmt genau falsch rum, ne? Sind wir aber auch echt schon weit. Warte mal, den gehen wir doch noch ein bisschen weiter rüber. Jetzt haben wir doch nicht einen Kassierer, aber wir wollen den Laden gleich einmal richtig schön schick aufbauen. Das ist jetzt nochmal meine Ambition. Weil ich weiß, wie viele Läden wir noch überhaupt noch bauen, ne? Das muss man ja immer sagen, wenn man irgendwann alles erreicht hat, dann hat man alles erreicht. Da braucht man auch nicht mehr. Kann man natürlich noch überlegen, noch einen Markt zu bauen, aber ich würde eigentlich versuchen, den hier schon schick zu machen. Das in der Mitte, das muss weg dann. So, denn klassisch gesehen kommen die Leute ja hier rein. So. Hier würde ich dann irgendwie, muss ich mal gucken, wie geht das mit denen? Also erstmal nochmal Lager, Liefereinheiten, die großen. Auch die sind nur für 420 in Anführungsstrichen. Bei allen anderen klappt es, reicht es ja, aber ne, das ist das Weihnachtslager. Da brauchen wir doch mindestens gleich mal schon eigentlich, ja, war ja auf jeden Fall safe. Ja, wir werden noch mehr, wir werden das gleich noch weiter ausbauen. Baller erstmal hier rein, was wir wahrscheinlich brauchen würden. Dann wissen wir auch, was geldmäßig da ist und ob wir noch mehr überweisen müssen. So wäre mal für einen Start nicht ganz schlecht. 160, 720. Ist richtig viel. 1500. Ein anderer Kasten. Ah, hier müsste ich mir mal alle angucken. Das finde ich ist sowas für die Kühlung. Ah, warte mal, da wurde noch was anderes angezeigt. Das Rotate, Cancel, Placement, doch so. Auch cool. Ah, hier müssen wir mal alles mal durchtesten, glaube ich. Das ist eigentlich so, ja, passt aber nicht viel rein bestimmt. Warte mal, wir kaufen das nicht so schön, ne? Ich kaufe mal die, wo ich mir vorstelle, wo wir viele von kaufen könnten, weil schön.
So, und das soll eher noch so kühlen wirken, glaube ich, ne? Das ist alles Kühlung, meiner Meinung nach. Warte mal, gibt es in den anderen Bereichen denn tatsächlich noch andere Auslagen? Lebensmittel, Lebensmittel, Konserven? Oh ja. Muss man, glaube ich, selber immer Regale einbauen oder so, ne? Alter, da gibt es ja... Ach, krass. Das sind diese richtig coolen Kühltheken. Ich merke schon, das sprengt den Rahmen hier. Die Möglichkeiten. Eine Pizza und keine Ahnung. Das ist einfach nur ein anderes Ding, aber auch fast schöner noch, oder? Mit den, ja, das gefällt mir, ja, weiß ich nicht. Ähnlich gut. Ähnlich gut. Oh, Lebensmittel, Getränke. Alter. Die Dinger, die hatten, kennen wir schon. Solche modernen Dinger hier. Stylisch. Passt aber nicht viel rein. Da finde ich echt, die Auswahl ist schon beeindruckend. Da merkt man, dass sie sich in dem Bereich erstmal richtig reingehangen haben. Was mit der Kasse, warum ist die so nicht so passend? Also noch falsch umgedreht ist wahrscheinlich, ne? Ja, Leute, da könnt ihr schon mal sehen hier. Hier entsteht bald ein mega Lebensmittelstore. Dauert aber noch. Weil erstmal müsste man sich einig werden. Wir haben ja nichts. Was man da rein tut. Das ist aber schwer, oder? Jetzt hier erstmal irgendwie einen Anfang zu finden. Das könnte man schon mal so machen. Wie das genau funktioniert, ich weiß es nicht. Kann man nicht testweise mal ein bisschen was einkaufen? Ach, mit unseren Einkaufsrabatten ist es schon echt gut hier. Dicke Bananen. Wieso steht denn da nicht, was es ist? Das sind erstmal 5 Artikel aus dem Bereich. Warte, was noch teurer ist. Das hier, ne? Ja, eigentlich blöd, weil wir das alles eigentlich über das Mindestbestellsystem machen sollten. Vier Sorten Fleisch. Einfach schon mal, um es zu haben. Der mal im Bereich Konserven. Nicht die für 8 Euro, sondern hier die für 26 Euro. 6, 7, 7 gibt's da. Gibt's da 7?
Das ist häufig 3. Kaffee auch wichtig. Auch 3. Und den gibt es 4. Oh, oh, oh. Das wird ein paar mehrere Tage dauern, glaube ich, das Ganze. Mal kurz speichern. Bringt mir, glaube ich, nicht, um es ins Mindestbestellsystem reinzukriegen. Auch hier haben wir häufig 3 oder 4 Papier. Muss ja auch mal irgendwas nehmen, was nur 3-mal dabei ist, um mal zu gucken, wie man sowas gestalten könnte. Also sind jetzt nur die ersten Übungen, ne? Also das ist jetzt nicht, Leute, das dauert ein bisschen. Das ist das erste Mal Lebensmittel und Lebensmittel ist natürlich nicht jetzt wie einfach 10 Computer eben ins Regal stellen, sondern hier müssen wir echt das Ganze mal ein bisschen schauen. Artikel bestellen. So, Bestellung ist raus, dann fordern wir sie auch gleich mal an. Dann kommt mal eine Handvoll Artikel gleich. Weil hier soll jetzt ja das erste Obst eigentlich rein. Dann haben wir hier die Kühlregale. Wo natürlich noch keine Ahnung hat, ob da denn Regale eingezogen werden, wie das genau funktioniert. Das würde ich sagen, bleibt spannend und werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Weil einige von euch weiß ich, haben schon Lebensmittelstore, aber wir müssen noch 260.000. Können also noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich glaube, die Menge an Produkten wird nachher noch deutlich mehr sein. Das ist ja jetzt in die 125 Produkte, um erstmal überhaupt zu gucken, wie wir das in diese Regale reinräumen können. Welches Regal wir wofür nehmen und wie wir die Regale denn hinstellen. Also kann ich noch mal einen kurzen Plan erklären, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Also wir haben, glaube ich, genug zur Auswahl, um den ganzen Laden voll zu ballern. Oder wir machen gerne halt auch mal eine Auslage, wo dann zum Beispiel jetzt nur Bananen drin sind und nicht Bananen und Ananas, sondern eine, wo nur Bananen, eine, wo nur Ananas drin ist, könnte ich mir vorstellen und so weiter und so fort, weil wir einfach relativ viel haben. Ja, eigentlich sollen die Leute im Kreis laufen, so ungefähr, aber ich glaube, das ist dem Spiel relativ. Also hier, wo ich jetzt stehe, hier in diesem ganzen Bereich, würde ich sagen, machen wir Obst, Gemüse. Kommen wir hier weiterhin zu diesem, ja, Glockenbereich sozusagen, alles was so irgendwie dazu gehört. Alles Konserven und Flocken. Denke ich mal. Hier drüben müssen wir mal schauen. Also hier diesen Kassenbereich können wir sogar vorstellen, vielleicht noch einzelne Klamottenständer oder so. Mal gucken. Hier hinten in diesem ganzen Bereich Kühltheke. Kühlung, Kühlung, Kühlung. Alles Kühlung, Kühlung, Kühlung. Denn für diese Tiefkühlpizza, für Fleisch und alles was in die Kühlung gehört. Hier in der Ecke diese Reinigungsgeschichten, Toilettenpapier und hier Tabs und was es da nicht alles gibt. Und dieser ganze Bereich ungefähr hier sind Getränkeregale. Getränke, Getränke, Getränke. Und auch wenn es jetzt noch nach viel Platz aussieht, glaube ich, ist es in 3-4 Tagen, ne? Also Let's Play Tagen, also wie gesagt, morgen wird der Laden nicht fertig sein, aber wir werden es ein bisschen beeilen. Wir werden noch den Laden noch mal ein bisschen ausbauen. Nach hinten ist ja noch einer Platz, weil wir einfach gesehen haben, es ist sehr, sehr viel Potenzial da. Und ich lege jetzt einfach mal hier mal was rein, damit wir einmal was reingelegt haben und mal gesehen haben. Lebensmittel, warte, Essen. Hier können wir auch das reinpacken, oder wie? Oh ja, ganz viele scheinbar. Das wollte ich aber nicht. Artikel entfernen. Da kommen eigentlich Bananen rein. Guck mal, da passen gleich 12 Stück Bananen rein. Cool. Müssten wir also nochmal mehr bestellen. Hier könnten wir Ananas reinpacken. Und ich glaube auch, dass wir das so machen, das nachher schon schick ist irgendwo. Hier nochmal kurz gucken, wie es aussehen würde. Ja, das sprengt jetzt den Rahmen, Leute. Kühlt Frucht. Da können wir auch Frucht mit rein tun. Warte mal, da sind diese Dinger, ne? Regal hinzufügen. Ah, okay. Das können wir weiter nach oben oder weiter nach unten setzen. Die habe ich ja noch nie genutzt.
Ja, so ist er eigentlich auf dem Boden. Da können wir noch eins hinzufügen. Dann müssen wir das eine wahrscheinlich weiter nach oben machen. Ja gut, aber die Dinger finde ich jetzt für Obst, also für eigentlich quatschig. Jetzt mal einmal angucken, wie es da drin aussieht. Also liegt dann für gekühlte Ware, klar, ne? Ich glaube für gekühlte Ware nice. Aber für die hier nicht. Er hat auch was irgendwie, ne? Da passen 5, da passen dann wohl 10 rein. Aber passt irgendwie nicht so richtig dazu. Warte mal, wir machen nochmal gekühltes Zeugs, das Fleisch. Weiß nicht, ob dahinter noch mehr passt. Das ist aber schon schicker. Und so ist jetzt aber auch nur ein Regal da, ne? Jetzt müsste ich tatsächlich Artikel entfernen. Ne, warte mal, ich müsste dann wahrscheinlich Artikel... Müsste noch ein Regal hinzufügen. Da könnte ich sogar noch einen Drop, um Regal nach Artikel hinzuzufügen. Ich will jetzt hier nochmal die andere Fleischgeschichte nehmen. Ja doch, mit sowas kann ich leben. Liebe Leute, das war's für die heutige Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das wird ein Spaß werden in den nächsten Tagen, da bin ich mir sicher. Da werden wir einen schönen Laden hinkriegen, glaube ich, hoffe ich mal. Mal schauen. Wahnsinnig viel Potenzial, weil eigentlich sind auch, finde ich, diese Kühltheken hier gut geeignet für Fleisch, ne? Da passt nur eins rein. Aber dafür auch in größere Ausführung. Hier haben wir wieder flexible Regale. Da können wir auch irgendwas reinstellen. Was? Also da sind die Gestaltungsmöglichkeiten echt umfangreich. Ja, eigentlich so eine doppelte Reihe hier längs, eine hohe Reihe hier an der Wand. Ja, und dann mal gucken. Das müssen wir uns Stück für Stück erarbeiten. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gestaltungsgeld, denke ich. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.